sicher haben Sie ein Tiergehege in der Nähe, ja? Ist das... Siehste, gehen Sie mal hin. Das sollte man tun mit den Kindern. Die Mami geht immer mit den zwei Buben in den Zoo. Der Papa bleibt immer zu Hause. Weiß nicht warum. Vielleicht hat er Angst, er wird mit irgendwas verwechselt. Man kann ja einen Hut aufsetzen, da kann das nicht passieren. Ne? Er wird sich halt sagen, der Große erzählt mir sowieso alles, wenn die Kinder nach Hause kommen. Und das macht er auch. Papi, Fische haben wir gesehen. Einen Ochs, der war so groß, der war größer wie du. Da ist dem Papa verschreckt die Hand ausgerutscht. Ja, wo gibt's denn sowas? Heutzutage wird nicht gehauen, da wird diskutiert. Das hat sogar der Kleine schon gewusst. Der wollte es gleich einrenken, der kleine Diplomat. Der Papa, bist nicht besser. Ich will dir was sagen, Hansel. Blöd bist, gar nichts was. So einen großen Ochs wie der Papa gibt's gar nicht. Klein Ingelein soll zu Bett gehen. Die soll, aber das kleine Luda will nicht. Ihre Onig, siehste, wenn das Sandmännchen vorbei ist, dann gehen sie los, nicht? Die Kinder? Ne, die doch nicht. Die Ablenkungsmanöver, nicht? Den kriegen sie Hunger oder so eine Sachen. Den fällt schon was ein. Oder Durst, der ist prima. Den kannst du hinziehen bis nach dem Krimi, wenn es sein muss. Nee. Bei Mutter nicht, die kennt den Laden. Die sagt, raus, waschen. Immer das ohne Waschen mit dem Füll Wasser. Mutti, kannst du mir heute nicht nur Staub wischen? Da ist Mutter vielleicht entsetzt, aber Omi erst, die kiekt. Ich sag, Kind, bist du denn zu retten? Der Mensch muss sich doch waschen. Auch das Gesicht. Ich habe mir mein ganzes Leben immer gründlich das Gesicht gewaschen. Na siehst du? Und wie siehst du nur aus? Der Vati hat im vorigen Jahr eine neue Wohnung gekriegt, für die sich gefreut haben, kannst du vorstellen. Der Omi auch, die da gleich mal gucken. Ganz große Klasse, müsst ihr sehen, du. Ich hab jetzt ganz alleine Zimmer. Die Inge, weil vor Vati hat Bett, dann ist immer noch bei der Mutti schlafen. Die Große, die wird jetzt 12. Jetzt fängt die an und geniert sich. Warum? Na, weil sich doch äußerlich einiges herausbündet, nicht? Wo man sieht, das wird tatsächlich ein weibliches Wesen. Bevor die sagt, sag bloß, du schämst dich. Das musst du doch nicht, hast du gar nicht nötig. Mutti zieht sich ja auch aus, wenn ich dabei bin. Ja, aber bei mir ist ja alles noch ein bisschen neuer. Neu ist für uns Frauen immer wieder die Mode. Ist das nicht herrlich? Was da unten rauszippelt hier bei mir, das ist nicht liederlich, das ist Mode. Ja. Aber auch die Figuren der Frauen, nicht? Also ich werde zurzeit gar nicht Mode. Jetzt ist... Auf Deutsch gesagt, ja nicht. Ja. Hat man zu tun, dass man es wegschminkt, nicht? Ja. Aber es gab Zeiten, da war Busen gefragt. Und auch damals schon hieß es, Chemie schafft Schönheit, keine Angst. Es gab kleine, zarte Schaumgummieinlagen. Meine Bekannte hatte sowas. Wir wollen in der Stadt, war so ein Ding weg. Das war eine Katastrophe. So ein Ding weg und der Pullover danach gestrickt. Ja, ja, ja. Wir haben die ganze Bude auf den Kopf gestellt, das Ding war weg. Ich hab's dann gefunden. Der Teddy hat es als Hut auf. Sehen Sie, mit wie viel Fantasie und praktischem Sinn unsere Kinder alles für sich umfunktionieren, nicht? Aber es gibt auch Dinge, die sollte man wirklich nicht akzeptieren. Wenn nämlich der große Bruder Schwesterchen haut, Mutti hat es auch gesagt, noch einmal haust du mir die Kleine und du fliegst ohne Essen ins Bett. Mach ich dem nicht wieder. Na siehste, hau ich dem noch ein Essen.
uns gemacht hat, geht auf keine Kuhhaut, das kann man bald gar nicht erzählen. Aber wenn wir uns schon ein bisschen kennen, rückst du mit raus. Der hat, als es Zensuren gab, hat er gar keine Häme gebracht. Leute, wenn es so anfängt, hört's auf. Der Vati war aufgeregt, da war ich fitsch, wie man so in Sachsen sagt. Sag mal, jetzt hast du wohl auch noch die Zensuren verschlumpert? Nee, ich hab auch welche. Aber ich hab's in meinem Freund gebracht, der will seinen Papa erschrecken.